Das Tor hier ist auch kaputt. Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Ich muss ganz kurz erwähnen, dass ich jetzt offscreen das Labyrinth gemacht habe. Das war jetzt eigentlich noch gar nicht so schwer. Ich bin einfach mal durchgerusht und mal gucken. Aber wie es aussieht, kommt danach noch ein zweites Dungeon. Ich weiß es gerade nicht. Wir werden sehen. Auf jeden Fall habt ihr nicht allzu viel verpasst. Ich habe es einfach dann noch gestern Abend schnell gemacht. Okay, wie gesagt, das Tor hier ist ja auch kaputt. Herr Wachtmeister, ist alles in Ordnung? Ja, danke. Es geht schon irgendwie. Was ist denn hier noch vorgefallen? Wir wurden aus dem heiteren Himmel angegriffen. Irgendwie hat er uns alle außer Gefecht gesetzt und das Tor durchbrochen. Er ist auf dem Gipfel. Er will auf den Gipfel. Ja, da bin ich absolut sicher. Wie hat der Kerl ausgesehen? Das war so ein roter Kerl mit einem großen Maul. Rabigator. Wir kommen schon zurecht. Seht lieber zu, dass ihr ihn einholt. Bitte haltet ihn auf. Bitte. Alles klar. Also los, beeilen wir uns. Gut. Segensberg E8. Was? Wir konnten nicht mehr speichern? Okay, und der krasse Shit geht weiter. Muss ich mal gucken. Oh, und schon geht's wieder los. Flapterix hat bemerkt, dass im... Ja. Toll. Ich hätte das vielleicht auch weiter noch offscreen machen können, aber vielleicht ist es auch besser, wenn ich das jetzt hier wieder zeige. Gerade mal Typendurchsetzer. Meine Kranie machen wir mal. Ich hab schon ein bisschen Angst. Das Du-Nadel ist echt heftig. Okay, dann hat er eine Range-Attack. Dann hör auf da hinten. Ja, auch immer du bist. Ach, du bist ein Tropius, oder? Gut. Was soll machen mit denen hier? Ach, scheiße, nicht getroffen. Das gibt's ja wohl nicht. Na, gut. Für das Tropius. Au. Ja, hör auf. Gott. Wir kommen auch vor allem auch gleich weiter. Machen wir am besten auch jetzt jeden Moment. Wir sammeln hier noch schnell ein. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch was Gutes finde. Oh Gott, oh, da ist ja noch einer. Oh oh. Lasst bloß alle in Ruhe, du. Klut. Das treffe ich nicht. Das nervt mich. Jetzt. Oh, auch gleich besiegt. Sehr gut. So. War nicht hier oben noch ein Item oder damit jetzt gerade eingesammelt, ohne dass ich es gemerkt habe? Oh, was denn? Wieso greifen. Oh Gott. Okay. Am besten machen wir uns schnell auf den Weg weiter, bevor wir hier noch ganz zerfetzt werden. Sekunde. Und... hör auf! Weitergehen, ja. Oh. Puh, ist das heftig. Schauen wir mal. Es herrscht, warte mal. In dieser Wetterlage wurde zu Hagel. Bei dieser Wetterlage erleiden alle Pokémon, die nicht vom Typ Eis angehören, stetig ein wenig Schaden. Und ihre KP regenerieren sich nicht mehr von selbst. Das ist natürlich mega scheiße. Ich muss trotzdem mal ganz kurz was essen. Haben wir noch normale Äpfel? Ja, mehr als genug. Schmeiße ich mir mal so einen rein. Natürlich werden wir wieder voll angegriffen. Oh Gott, ey. Gut. Kämpfe ich mal gegen das Düsselgor? Hallo? Bitte? Danke? Ja. Ruckzuckieb. Oh, sogar vielleicht selber angegriffen. Sehr gut. Jetzt für Düsselgor habe ich weniger Angst. Müssen wir mal gucken. Sammle ich mal noch ein bisschen was ein. Oh, Tropius. Ey, wie zugeschissen das ja einfach mal mit Pokémon ist. Andauernd drehen wir hier welche vor die Füße gerade. Na komm. Ja, auf. Oh. Hey. Boah, wie kacke du einfach bist, ne? Einfach nur kacke, das Vieh. So, ja, hier Feuerwirbel kommen. Weg mit dir. So, da oben sind noch ein paar Items. Die nehme ich gleich auch noch mit. Oh, da ist noch ein Tauboga. Au. Oh. What the f. Okay. Ja. Scheiße. Oh Gott, Dodri. Wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall schnell ins nächste Level kommen. Oh. Ah, hier ist nichts. Wirklich aufpassen. Oh, scheiße. Sekunde. Da setze ich was ein. Sekunde. Leider ist es kampfunfähig. Mist.
Okay, warte. Das setze ich jetzt hier irgendwas ein. Fallenimmunität, Wandelzweig. Wird das Pokémon Blickrichtung wegteleportiert? Wir machen mal Erstarrzweig. So, dann können wir jetzt mal abhauen. Oh! Das hat wohl nichts gebracht, so richtig. Scheiße. Gut, dann nehmen wir den Wandelzweig. Schwingen. Ach so, das gilt. Ach, wie dumm ist das denn? Ich bin zu doof für alles, ne? So, Wandelzweig. Schwingen. Bitteschön, weg mit dir. Ich muss jetzt auf meine. Oh Gott. Was habe ich denn? Habe ich noch? Habe ich überhaupt noch irgendwas, was mich heilt? Schient! Oh Gott. Leute. Wir müssen. Oh nein! Ich bin sowas von tot. Habe ich nichts, was mich irgendwie flieht? Flucht aus einem Dungeon. Wirkt nicht auf jeder Ebene. Nee, das ist doof. Startzweig, Samen, Elixier. Hilft alles nichts. Kann ich nichts machen, ne? So, und weg mit dir. Da kann ich mich selbst irgendwo anders hin teleportieren? Ich habe nur das Flieh-Orb. Mist. Gut, dann nochmal den Wandelzweig. Weg mit dir. Könnte ich gerade gar nicht gebrauchen hier. Oh. Ich muss eigentlich auch noch hier lang. Weil ich ja weiter muss. Da müssen wir leider Planas zurücklassen. Ja. Ich kann da nicht hintergehen. Ich muss das ohne Planas jetzt schaffen. Okay. Gut. Versuchen wir das mal mit Dotri. Ich meine, die anderen, die heilen sich ja gegen in der Zeit von allein. Schauen wir mal ganz kurz. Hä? Wie ist denn das passiert? Achso, schade, kaum noch KP, hä? Okay, komm. Wieso? Alter! Stopp doch einfach! Gott! Wie dumm das einfach ist. Okay, wir rennen mal ganz kurz ein bisschen hin und her. Ich habe noch genug Äpfel. Wir müssen uns ein bisschen regenerieren. So viel dazu. Fuck. So. Gut. Ein bisschen regenerieren. Ein bisschen hin und her. So, geht zwar auch der Hunger hoch, aber wir brauchen das jetzt einfach. Alter Verwalter. Okay. Besser, wir suchen ganz langsam wieder den Weg weiter. Ich habe ein bisschen Angst hier, ne? Das ist schon ein bisschen krank. Oh nein. Ich hasse dich. Oh, Gott sei Dank. Gut. Ich krieg das schon hin. Oh, Leute. Ich ahne nicht, wie eingespannt ich gerade bin. Es kommt hinten noch so ein fettes Düsselgor. Hat's kein Mensch. Ja. Mach nur so deinen Kack hier auf mich, du Idiot. So, Clut. Das kann ich nämlich auch. Pass auf. Mach mal Clut, dann müsste der weg sein. Sehr gut. Oh, sogar ein Zweig. Also langsam stehe ich schon so ein bisschen auf die Zweige, muss ich ja mal sagen. Also langsam kann ich mit denen auch ein bisschen was anfangen. So, hier noch. So, was habe ich denn jetzt hier alles noch? Items, Elixier, Fallenimmunität, ja komm, nehmen wir auch mal. Was ist das? Ja komm, hier. Und sonst? Ja, hier nochmal Fallenimmunität. So. Gut, weiter geht's. Oh, hier ist nur ein Item, sonst gar nichts. Immerhin könnten wir jetzt in unserer HP, unsere HP ein wenig heilen. Aber wirklich helfen tut's trotzdem nicht. Gut. Wo geht's denn weiter da? Gucken wir mal, wo Düsselgor herkommt. Ja, immerhin ein Item. Oh, geil, eine Sinebeere. Das könnte uns eventuell den Arsch retten, Statusansteckung. Anstecken. Ja, hier, meine Kranie, nimm du mal. Oh Gott.
Das Spiel ist echt heftig. Also ich weiß wirklich, denke ich mal, ab jetzt kommt langsam der Punkt, an dem ich ganz viele Zweige mitnehmen werde. Aber ohne geht's, glaube ich, jetzt wirklich nicht mehr. Oh, geil. Hör auf hier mit irgendeiner Scheiße. Bitte hör auf. What? Oh, Gott sei Dank. So, Seifenschutz. Nehme ich selbst mal wieder mit. Ich denke ja alles, als Flemly, wohl bemerkt. Hier geht's weiter, sehr gut. Machen wir gleich auch. Piep, 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 piep. Yumi und Flapterix haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Hier spricht das Ruin-Team. Okay, könnt ihr uns hören? Kann mich jemand hören? Wo kam die Stimme denn gerade her? Das war denn Denne. Sie kann mittels elektrischer Wellen auf der Ferne übers Forscher-Team-Gadget mit uns reden. Denne, hier spricht Flapterix. Wir können dich hören. Flapterix, wunderbar. Wie sieht die Lage bei euch aus? Wir klettern gerade den Segensberg hinauf. Wir sind Trapigator dicht auf den Fersen. Den Segensberg? Ja, ja. Das zu erklären würde jetzt zu lange dauern. Ich erzähle dir später alles im Detail und so und wack. wie sieht's denn bei euch aus? Hier läuft alles nach Plan. Wir sind schon ziemlich weit vorgedrungen. Augenblick. Scoppy scheint irgendetwas entdeckt zu haben. Was? Was? Hier ist noch jemand? Sogar eine ganze Gruppe? Unmöglich. Wo kommen die denn plötzlich her? Ah! Dendenne? Dendenne! Was ist da drüben los, Dendenne? Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Oh Gott, was ist bloß da drüben passiert? Oh, ich mache mir echt Sorgen. Ich auch. Aber sie sind zu weit weg vom Segensberg. Eine Rettungsmission wäre unmöglich. Ihr Team ist außerdem nicht so leicht klein zu kriegen. Bamelin ist ja auch dort und spätestens am Flunkiefer beißen sie sich die Zähne aus. Flunkiefer ist sehr stark. Wir müssen jetzt die Ruhe bewahren und an sie glauben. In Ordnung. Für uns gibt es im Moment nichts Wichtigeres, als Trapigator aufzuhalten. Wenn er uns entkommt, könnte das Böse enden. Nehmen wir all unseren Mut zusammen und setzen unsere Mission fort. Okay. Segensberg, E11. Oh oh. Schauen wir mal. Oh oh, so. Machen wir mal hier einen Fußkick. Boah, geil. Tschung. Also, Zuckie Battle hier. Was geht ab? So. Nein, das war bestimmt was Wichtiges. Oh, Menno. Scheiße. Ich hab's kaputt gemacht. Oh, plaudergeil. Na gut, schauen wir mal kurz. Ja, plaudergeil. Mach mal Platz hier. Ich will auch mal. Hoch. Ruckzuck hieb. Reicht, glaube ich, für Plaudergeil. Ja, was haben wir jetzt? Paralyseschutz. Brauchen wir jetzt eigentlich nicht so dringend. Vergeht man trotzdem einfach mal. Oh, da ist noch ein Plaudergeil hinter uns jetzt. Klug. Oh, sind beide eingeschlafen. Ernst? Oh! Meine Kranie, mach mal wieder auf. Ich will den Apfel haben. Danke. Gehen wir mal. Oh. Was haben wir? Effektivschlag. Erhöht Single Schmuck die Vortrefferquote von sehr effektiven Attacken. Zusatzeffekt plus Hilfeschutz, Statusschutz, stärker. Hier kommt meine Kranie. Mach du mal. Oh, hier geht's sogar schon weiter. Gut, dann muss ich ja auch nicht durchgehen. Gehen wir direkt weiter. Ja. Ja, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich halt eben auch wirklich sagen. Oh nein. Was haben wir? Seifenschutz. Sehr gut. Aufstecken. Nehme ich das selbst? Seifenschutz, Statusschutz, Zusatzeffekte plus. Schutzschmuck, da kann manchmal vor allen kommen. Nehmen wir das. Wenn das Wort manchmal schon drin vorkommt, will ich es nicht haben. Oh. Hi. Ha. Boah, hör auf damit, Tropius.
Ha! Mega gut. So. Da ist mich gerade wieder ein bisschen zuversichtlich. Oh nein. Vor denen habe ich immer noch Angst. Bill trifft Zeppelin. Die machen halt aber auch teilweise echt viel Schaden. Man guckt dir das mal an. So. Okay, wir machen viel mehr Schaden, aber trotzdem. So, was haben wir hier? Ah, halt damit. Giftschutz. Oh, die ganzen sinnlosen Sachen hier, aber. Oh, jetzt hat. Ach, egal. Es hat direkt zweimal Giftschutz, was soll's. Guck ich nochmal, was da oben ist. Oh, ein Noctu. Natürlich, was auch sonst. Ja, hier Fußkick. Oh ja, nochmal Fußkick. Ich glaube, ich werde langsam wieder ein bisschen übermütig. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. Schauen wir einfach mal so. Au. Oh. Danke. Oh. Vielleicht ist da drüben noch irgendwas Wichtiges. Irgendwie noch eine Sinelbeere oder so. Das wäre mega. So. Wow. Oh. Ich weiß aber auch nicht übertreiben. Weil wenn ich jetzt lange bin, kriegen die anderen beiden zu viel Damage. Wir regenerieren sich halt auch nicht, ne? Das ist immer so die Gefahr hier. Oh. So. Hier noch irgendwas? Wow. Oh. Mach mal Platz, Dapterix. Oh, ich muss auch ein bisschen auf meine Nahrung achten. Am besten, ich esse auch gleich wieder was. Lieber jetzt was essen, dann später in einer Notsituation. Das wäre sinnlos. So, ist hier noch was? Nein. Ich denke mir, die geht wieder ganz normal hoch. Hinten rum. Ja. Oh. Einschüchterer. Hm, geht so, ne? Schauen wir mal. Ja, ja, ja. Komm, hör auf mit deiner Zauberei. Ha, er brennt. Sehr gut. Oh. So. Hm. Ich bin voll krass immer am Einsammeln von den ganzen Sachen. So, schauen wir mal ganz kurz. Was hatte ich? Einschüchterer. Bewirkst du die Attacken vom Gegner an. Glaube ich, öfters mal daneben gehen. Komm, gib mir mal meine Kranie. So. Und jetzt nichts wie zurück. Also weiter. Weiter zurück, was? Komm. Ha! Ey, ey, ey. Nicht rumsteigern. Oh, ich muss auf meine Kranie aufpassen. Nein, 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 nein. Niemand halt hier. Niemand halt hier irgendjemanden im Moment. Wir gehen erstmal weiter. Oh. Wir hoffen einfach, dass man die Kranie durchhält. Das wäre ganz nice. So, okay. Oh, wie viele Gegner? Wo kommen denn die alle her noch? Sehr gut. So. Und auf zum nächsten Level. Ja. Puh. Segensberg E13. Hoffentlich. Ja, sehr gut. Hier ist jetzt kein schlechtes Wetter. Das muss man noch ein bisschen aufpassen. Meine Kanni hat bemerkt, nein. Meine Kanni reißt sich zusammen. Scheiße. Ich habe was riskiert und ich habe verloren. Oh, bitte, Noctu, du bist gar nicht so stark. Jetzt tu bitte nicht so. So, was ist denn das? What the fuck? Was war das denn? Oh. Leute, das wird richtig heftig hier, habe ich das Gefühl. Wir müssen versuchen. Ja. Ich weiß nicht, was das für ein Pokémon war, aber sicher ist, wir sind nur noch zu zweit. Wir sind ganz schön weit gekommen, aber noch keine Spur von Rabigato. What? Man kann aber auch kaum was sehen vor lauter Bäumen. Hey, da drüben ist ein Licht zu sehen. Sieht so aus, als wäre da eine Lichtung. Sehen wir uns das mal an. Ah, da drüben. Boah, ich habe Angst, ich will keine Endgefahr. Ich will keinen Endkampf. Wir sind nur zu zweit und ich habe keine Heilungsgegenstände mehr. Was ist das? Das sieht ja sehr geheimnisvoll aus. Richtig, ja, mysteriös. Hm, aber Rabigato, ist weit und breit nirgends auszumachen. Ich glaube, ich sehe da drin was. Da sprudelt Wasser hervor. Ist das eine Quelle? Und was soll dieses kristallartige Ding sein, das diese Quelle umgibt? What?
Sieht für mich so aus, als wäre das zum Schutz der Quelle da. Was ist das? Eine Steintafel. Dürfte ganz schön alt sein. Hm, und da steht auch was drauf. Was da geschrieben steht, what? Sowas habe ich doch mal in Flunkiefers Zimmer gesehen. Das sind solche vorzeitlichen an Fußabdrücke erinnerten Schriftzeichen, oder? An Fußabdrücke erinnerte Schriftzeichen? Ja, vorzeitliche Schriftzeichen halt. Und die dürfen äußerst schwierig zu entziffern sein. Ich kann das lesen. Im Ernst jetzt? Du? Du kannst diese Schriftzeichen lesen? Ja. Soll ich mal vorlesen, was da steht? Mal sehen. Was? Hallo, das ging gerade ein schnell weg. Flunkiefer ist Archäologin und hat ewig gebraucht, diese Schrift zu entziffern. Wie kann es sein, dass du diese Schriftzeichen völlig mühelos lesen kannst? Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann das jedenfalls einfach lesen. Ich staune auch nicht schlecht. Aber ich schätze, wir sollten einfach froh sein, dass du das lesen kannst. Also lies ruhig weiter. Naja, mal sehen. Ist gut. Hier stehen drei Sätze also. Um der Gefahr zu trotzen, einen Menschen ihr braucht. Nur ein Mensch die Kraft besitzt, das Siegel der Quelle zu brechen. Aus der Welt der Menschen jemanden ihr rufen müsst. Das war's. Wir sollen jemanden aus der Welt der Menschen rufen? Damit kann er nur ein Mensch gemeint sein, oder? Aus der Welt der Menschen. So jemanden haben wir doch. Damit bin ich gemeint. Oh, ganz sicher. Und dem Siegel der Quellen? Da muss das hier gemeint sein. Oder? Da steht also, dass ein Mensch dieses Siegel hier brechen kann. Und der erste Satz war, um der Gefahr zu trotzen, einen Menschen ihr braucht. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dann besagt diese vorzeitige Nachricht doch, dass wir die Welten retten können, indem wir einen Menschen diese Siegel brechen lassen. Oder? Das heißt das doch. Das hieße dann aber auch, dass unsere Welt im Begriff ist, von einer großen Gefahr heimgesucht zu werden. Irgendjemand muss von dieser Gefahr gewusst und Jumeen die Menschenwelt zu uns geholt haben. Jetzt wartet mal eine Sekunde. Das hört sich ja durchaus plausibel an. Aber das, was da steht, wurde doch nicht erst kürzlich geschrieben, oder? Diese Nachricht hat jemand vor langer Zeit hier hinterlassen, oder? Warum brechen diese Ereignisse denn ausgerechnet jetzt über uns herein? Piep, 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 piep. Ryomi und Flapterix haben ihre Forscher-Gadgets hervorgeholt. Hier spricht das Ruinenteam. Und was dieses wunderbare Ruinenteam denn zu sagen hat, erfahren wir erst in der nächsten Folge, wenn sie da heißt, Ryomi Let's Play, Pokémon Super Mystery Dungeon. Bye!